Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Jugendkonferenz der IG Metall. Hinter uns ist die Jugendkonferenz schon am Laufen. Wir hören gleich auch noch Detlef Wetzel mit seiner Rede. Ob im Betrieb, in den Jugendausschüssen oder bei Aktionen auf der Straße, ihr gestaltet die Zukunft der IG Metall, denn die Zukunft, die gehört schon euch. Mehr noch, ihr gestaltet die Arbeits- und Lebensbedingungen eurer Kolleginnen und Kollegen. Deswegen bitte ich euch, geht in die Diskussion, geht in die Konflikte in den Betrieben, fragt andere, was sie wollen und kämpft für eure Themen. Die erste Hälfte des Tages ist rum. Was waren für dich so die wichtigsten Anträge und warum? Für mich war mit ganz, ganz großem Abstand der A08, den Arbeitsfetisch zu überdenken, einer der wichtigsten Anträge. Vor allem, weil wir jetzt eine Debatte auslösen werden in der kompletten Bundesrepublik und in allen Bezirken. Der Antrag mit der Revolution Bildung war für mich der wichtigste und der emotionalste Antrag. Weil da uns und auch mir viel Herzblut dranhängt, weil wir einfach die Inhalte der Kampagne wahnsinnig toll finden und die weiterhin unterstützen wollen. Jörg Hoffmann, zweiter Vorsitzender der IG Metall, steht gerade neben mir. Jörg, was waren denn so die wichtigsten Eindrücke für dich bei der Podiumsdiskussion? Es gab viele Eindrücke, aber ein ganz wichtiger für mich war, dass wie die IG Metall insgesamt auch die IG Metall Jugend sehr vielfältig ist und die Problemlagen sehr vielfältig sind und wir dort Antworten brauchen in der Differenziertheit, die die Situation der Jugendlichen in den Betrieben es abverlangt. Und ich glaube, die Jugendkonferenz hat gerade dieses Themas der Solidarität auch über die Branchen hinweg, über die Betriebe hinweg für sich als Thema erkannt. Und das finde ich gut so. Lina, gleich gibt es wieder Anträge. Was sind für dich so die wichtigsten Anträge? Ja, ein ganz wichtiger Antrag für mich ist auf jeden Fall die Auswertung der Berufsschulbögen im Zuge der Kampagne Revolution Bildung, weil ich das als sehr, sehr wichtig erachte und wieder einfach mit mehr Nachdruck die Berufsschulen auch in die Pflicht nehmen müssen, sich zu verändern. Ja, die Ausweitung des aktiven und passiven Wahlrechts für Jugendvertreter, weil unsere Auszubildenden durch die steigenden Eingangsqualifikationen immer älter werden. Dankeschön. Anträge, Anträge, Anträge. Hier gibt es ganz viele Diskussionen und hier wird auch ganz viel beschlossen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich bin für heute erstmal fertig. Wir sehen uns morgen wieder.